Die Saints haben ihre Offense aufgepolstert. Sie verpflichteten erneut Deuce McAllister. Der Running Back war in der abgelaufenen Saison nicht aktiv, soll aber Pierre Thomas ersetzen, der sich im Training an den Rippen verletzte. Sein Einsatz soll zwar nicht gefährdet sein, aber falls doch... Raiders Head Coach Tom Cable weiß immer noch nicht, ob er seinen Job behält. Auch nach einem ersten Treffen mit Al Davis wurden keine klaren Worte ausgesprochen. Davis wirft Cable vor, es nicht geschafft zu haben, aus dem arbeitsunwilligen Jamarcus Russell einen NFL-tauglichen Quarterback zu machen. In 16 Spielen erzielten die Faders nur 17 Touchdowns und die siebte Saison in Folge mit 11 Niederlagen ist neuer NFL-Rekord. Na, wenigstens ein Rekord war drin. Im Vorstand der NFL rauchen die Köpfe, aber eine Lösung für die Wettbewerbsverzerrung zum Saisonende ist noch nicht gefunden. Roger Goodell und seine Leute überlegen hin und her, was die Liga gegen die Playoff-Teams, die zum Schluss der Saison ihre Starter schonen, machen kann. Strafmaßnahmen will man auf keinen Fall verhängen. Eher tendiert man dazu, Teams, die ihre Starter spielen lassen, mit einer weiteren Wahlmöglichkeit in der Draft zu belohnen. Roger Goodell möchte auf jeden Fall erreichen, dass die Teams auch am Ende der Saison ihre besten Spieler einsetzen. Am 31. Oktober 2010 sind die 49ers das Heimteam im Wembley Stadion und als Gast empfangen sie die Denver Broncos. Dieses Spiel könnte nicht das einzige sein, das in diesem Jahr in Großbritannien stattfindet. Die Liga denkt immer noch über ein zweites Spiel nach. Dieses Spiel muss nicht unbedingt in London stattfinden, wie die Liga betonte. Auch Manchester und Glasgow sind im Gespräch. Nur vom Festland und einem Spiel in der Mitte Europas mit einem riesigen Zuzugsgebiet, davon reden die Typen nicht. Dämlich. Echt dämlich. Hurra, die Bengals haben einen Pro Bowl-Teilnehmer. Chet 85, der sich immer noch nicht wieder in Johnson umbenannt hat, wird für den verletzten Wes Welker nachrücken. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.